Die Wiener Austria ist am Dienstag glanzlos ins Viertelfinale des ÖFB Cups eingezogen. Der Rekordsieger des Bewerbes bezwang den Zweitligisten FAC zu Hause mit 3:1. Matchwinner vor 7200 Zuschauern war Christoph Menschein mit einem Doppelpack, 2.65. Dazu traf Evandro für die Austria, 44. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für den FAC gelang Oliver Markautz, 45. Austria-Trainer Thomas Letsch hatte im Sturmzentrum Monschein gegenüber dem leicht angeschlagenen Kevin Friesen-Wichler den Vorzug gegeben, mit Erfolg. Der 26-Jährige erzielte im Wiener Stadtduell schon nach 70 Sekunden sein erstes Saisontor, indem er eine Flanke von Thomas Salamon artistisch ins Netz buxierte. Die Austria hatte danach zwar mehr vom Spiel, ließ aber lange den Nachdruck vermissen. Der FAC verzeichnete sogar etwas mehr klare Strafraumszenen. Vor allem nach Standardsituationen waren die Floridsdorfer immer wieder gefährlich. So ging etwa ein Kopfball von Christian Bubalovic nur knapp daneben, 33. Bei einer Ringereinlage von James Jago gegen Tim Plavotic hatte die Austria Glück, keinen Elfmeter zu kassieren. Stattdessen erzielte der nach einem Flipperball im Strafraum glücklich an den Ball gekommene Evandro das 2:0. Der Tabellenachte der zweiten Liga schlug noch vor der Pause zurück. Ein von Igor abgefälschter Schuss von Andrei Todorowski landete bei Markautz, der souverän abschloss. Austria-Torhüter Patrick Penz musste sich Sekunden später bei einem Schlenzer von Todorowski sogar noch einmal auszeichnen, um die Pausenführung festzuhalten. 46. Austria nach Seitenwechsel. Besser nach Seitenwechsel hatte die Austria die Partie wieder etwas besser im Griff. Schwung brachte aber erst die Einwechslung von Maximilian Sachs, 61. Der Neuzugang, der wegen eines Knochenmarksödems sein verspätetes Pflichtspieldebüt für die Austria gab, bediente seinen früheren Admira-Club-Kollegen Monschein vor dem 3:1 mit scheinbar blindem Verständnis. Der gemeinsame Torjubel fiel ausgelassen aus. In einen Rausch spielten sich die Violetten auch danach nicht, gefährdet war der Aufstieg aber ebenfalls nicht mehr. Ein Freistoß des eingewechselten Friesen-Wichler ging neben das Tor, 80. Die Austria hatte in der Liga zuvor eine Torflaute erlebt. In vergangenen drei Partien gelang den Violetten nur ein Treffer, in den vergangenen fünf waren es nur deren zwei. 11 Saisontore hat das Letsch-Team in 12 Ligaspielen bisher erzielt. Im Cup hat der Tabellenfünfte aber weiter die Chance auf ein Finale im eigenen Stadion. Die Trophäe haben die Wiener bisher 27 Mal gewonnen, zuletzt im Jahr 2009. Die Stimmen Thomas Letsch, Austria-Trainer: Es war sicherlich jetzt spielerisch kein Leckerbissen, den wir gemacht haben. Wir kommen eigentlich gut ins Spiel mit dem frühen Tor, haben dann aber nach 15 Minuten aufgehört, Fußball zu spielen. Erst nach dem 3:1 haben wir wieder Fußball gespielt. Das müssen wir hinterfragen, warum und weshalb. Wir machen das Spiel nicht schnell. Es fehlt dann doch noch einiges. Die Automatismen können nicht so da sein. Wir müssen ständig hin und her experimentieren. Wir wussten, was auf uns zukommt. Wir wollten unbedingt weiterkommen und im Cup überwintern. Christoph Monschein, Austria Doppeltorschütze: Wir haben uns vorgenommen, von Anfang an Gas zu geben. Gegen so einen Gegner ist es nicht leicht. Es ist natürlich auch Glück, aber wir haben es auch erzwungen. Nach dem 2:0 dürfen wir nicht so agieren, da waren wir unkonzentriert, dann ist es noch einmal spannend geworden. Man hört alles, was in den Medien ist, die Kritik. Kann für jeden Stürmer sprechen, Vertrauen ist wichtig. Oliver Oberhammer, FAC-Trainer: Ich finde, wir haben es ganz gut gemacht. Leider haben wir zu früh das erste Tor bekommen.
nachher haben wir es wirklich gut gemacht. Auch einmal einen Kopfball gehabt, einen Schuss, den der Herr Pence hervorragend gehalten hat. In der zweiten Hälfte war es dann schwer. Leider haben wir noch nicht die Erfahrung, dass wir das gegen so eine Mannschaft fertig spielen können. Punkt. Wir wollen den Schwung, den wir jetzt haben, mitnehmen können in die Liga.